Ihr kommt beide ungefähr gleichzeitig zurück an den Ortsgeschehens vor dem Eingang zum Elbtunnel. Und die Menschenmenge hat sich mittlerweile aufgelöst. Ihr seht einen Ambulanzwagen dort, um die sich Prügelnden sozusagen zu verbinden, die anscheinend wirklich nichts miteinander zu tun hatten, sich nicht kannten und trotzdem aufeinander losgegangen sind, wie euch Luise berichtet. Der Richard Sonnhauser ist nicht mehr vor Ort. Und auch das kann sie euch berichten. Ja, da war noch eine zweite Ambulanz, die hat ihn mitgenommen und anscheinend wurde er von einer Schlange in den Hals gebissen. Er lebt noch, aber es ist kritisch und anscheinend müssen sie ja jetzt im Tropeninstitut im Norden. Ja. Ja, sie sitzt, hat wieder einen Tee vor sich. Und der Chinese, den ich verfolgt habe, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, es gab noch einen weiteren Chinesen. Der war nämlich wahrscheinlich der, der den guten Richard mit seiner Schlange, von seiner Schlange abbeißen lassen. Das hätte ich sein können. Mhm. Aber der Chinese ist ausgeschaltet. Und der mit den drei Punkten? Ihr erinnert euch noch an den Chinesen mit den drei Punkten? Er hat den Chinesen mit den drei Punkten gesehen. Mhm. Du weißt, wen ich meine? Der Junge aus dem Zirkus. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang mal an. Er hatte eine gespaltene Zunge, wie eine Schlange. Und hat sehr komisch mit den Augen geblinkt. Ich glaube nicht so, wie wir blinken mit den Wimpern, sondern so senkrecht. Wie eine Schlange. Ja, genau. Das zuerst. Das zweite ist, ich konnte seine Jacke packen und da habe ich zwei Dinge gefunden. Einen grünen Edelstein. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Und eine Karte. Du müsstest mir vielleicht nochmal die Karte zeigen. Ich weiß nicht mehr der Name, wovon das genau war. Ja. Hagenbecks Tierpark. Ja, eine Karte von Hagenbecks Tierpark. Passt irgendwie. Mhm. Ich, Luise, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit dich als verrückt bezeichnet habe, aber... Ich habe mir eher gewünscht, dass wir aufgrund des Relais im Elbtunnel diese Unterhaltung führen und nicht auf lebensgefährliche Verfolgungsjagden mit Chinesen. Deshalb tut mir das leid, dass ich euch jetzt wieder damit hineingezogen habe. Und auch Richard tut mir tatsächlich, ich hoffe, das kann ich ihm noch sagen. Ja. Ob da wirklich irgendwo ein Schlangengott haust, der Menschen verspeisen will, das mag ich zwar immer noch zu bezweifeln, aber anscheinend gibt es hier irgendwelche ziemlich verrückten Asiaten, die es irgendwie lustig finden, Menschen mit Schlangen zu attackieren. Seit 20 Jahren. Das war derselbe Chinese, der uns gesehen hat, als wir... Ja, ja. War das... Ist er erwachsen geworden inzwischen? Ja, also er war in eurem Alter, ja. Ich würde ja... Also gibt es auf dem Lageplan irgendetwas zu erkennen? Ist irgendwas eingezeichnet, irgendwas markiert? Du siehst, irgendwas? Das ist keine Markierung, nein. Du siehst... Gibt es irgendwelche Gehegen mit Reptilien, vorzugsweise Schlangen? Genau, ein großes Schlangen- und Aquariumhaus gibt es im neuen Teil, genau. Und ansonsten, da gibt es sehr viele Gehege. Noch bis 19 Uhr auf, also wir können uns auf jeden Fall nach oben bewegen, müssen ein bisschen fahren, aber ich kann ein Taxi nehmen oder so, weil es ist in Stelling draußen. Ich würde vorschlagen, dass wir dorthin gehen, das ist zumindest die einzige sinnvolle Spur. Brauchen wir vielleicht mehr als die Pistole, die ich dir gegeben habe? Ob irgendjemand von uns überhaupt mit Waffen umgehen kann? Also ich kann mit meinen Fäusten, mit meinem Messer umgehen, aber ich kann nicht mit Pistolen umgehen oder sowas. Ich kann auch nur mit Messern umgehen. Skalpell, wenn es sein muss. Ich finde viel eher, dass wir uns wahrscheinlich irgendwie passiv schützen müssen gegen diese Schlangen. Das scheint das zu sein, was am meisten wehtut, wenn sie
Ja, also während meines Studiums, wenn man mit Schlangen gearbeitet hat, hatte man so Arten Lederhandschuhe an, damit quasi die Bisse nicht durch die Haut gehen. So wie Falkner. Ja, ja. Ja. Andererseits... Können wir sowas? Wenn wir in so einem Outfit Hagenbecks aufschlagen... Aber vielleicht finden wir sowas in Hagenbeck. Ich meine, wir werden dort eh... wie damals uns reinschleichen müssen, wie beim Zirkus auch. Warum? Naja, wenn das geöffnet ist, können wir ja... Ja, natürlich, wir können dort uns umschauen, aber wir nutzen die Öffnungszeit, um uns ein Bild zu machen und dann nutzen wir die Schließzeit, um tatsächlich ein Bild hinter die Kulissen zu werfen. Ja, aber... Das, was gegen... Also, wir wollen ja nicht, dass Schlangen zu nah an uns kommen. Also brauchen wir irgendwas, um sie ein bisschen fernzuhalten. Also, irgendeine Form... Du bist ja Biologe. Eine Art Knüppel oder... Ach so. Ja, gibt es nicht solche Stäbe, die so gespalten sind? Ja, genau. Greifstäbe. Naja, aber sind ja immer noch die Also der Chinese, den ich verfolgt habe, der hatte in seinem Ärmel eine Schlange. Mhm. Ja. Sie hatte mich fast erwischt. Und naja, obwohl er es in der Zeitung liest, der ist tot, der Chinese. Er ist in einen Zuber mit Wachs gefallen. Wo bist du denn rumgelaufen? Ein Panoptikum. Ah. Hm. Nun, vielleicht stellen sie ihn ja aus. Entschuldigung, das war taglos. Nein, war es nicht. Ich darf sowas sagen. Nun, das Wachs ist in seine Lunge geflossen. Ich habe ihn noch rausgezogen, aber das Wachs hat irgendwie alles verklebt. Er ist dann... Erstickt. Ja. Nun gut. Dann machen wir uns auf. Ja, gut. Ja. Ja, Luisa kümmert sich um einen fahrbaren Untersetz und ihr fahrt dann zu dritt in einem Taxi Richtung Tellingen und zum Zoo Hagenbeck, auch der noch zu dieser Zeit zu einem guten Drittel Völkerschau, also auch hier haben wir Gehege, wo Menschen ausgestellt werden. Der große Eingangstor mit den Bronze-Elefanten zeigt schon einen Maasai-Krieger und einen Indianer auf der anderen Seite, dazu einen Polarbär und einen Löwen. Und die zwei Elefantenköpfe halten an den Rüsseln die Laternen. Man kommt rein, zahlt seine 3 Pfennig Eintritt für den Erwachsenen und bewegt sich dann durch einen sehr modernen Zoo zu der maligen Zeit, denn er hat keine Gitter. Hagenbeck ist der erste Zoo ohne Absperrungen, die Sicht versperren. Er besteht aus Gräben und aus Wassergräben. Und so kann man tatsächlich große, aufwendige Panoramen wie die Löwenschlucht und das Eismeer begutachten. Und über eine Brücke, die über die Straßenbahn und über die Straße selbst führt, geht es dann in den neuen Teil, der allerdings erst 1913 fertiggestellt wurde und auch jetzt noch im Bau befindlich ist. Und so flaniert man durch Pavian, Felsen und Flamingoteich hindurch. Es ist mittlerweile 6 Uhr abends. Wir sind durch den gesamten alten Teil durch, steuern dann auf anratend und naheliegend über die Brücke den neuen Teil an. Und zwar das Schlangengehege und Aquarium. Daneben tatsächlich ein See, in den aus großen Gips... es gibt Skulpturen gefertigt, die vorsintflutlichen Dinosaurier, wie sie ausgesehen haben könnten, gebaut wurden. Und daneben das große Tropenhaus. Dort reingegangen will man viele Aquarien und auch Terrarien von Giftspinnen und Leguanen und Würge- und Giftschlangen. Als auch anderen Insekten, wandelnde Äste und wandelnde Blätter, bis hin zu verschiedenen Fischen, heimischen Zierfischen, aber auch tropischen Fischen, hat Hagenbeck alles für das staunende Publikum.
ja, so ein Nachmittag und so ermüdet. Ihr habt bisher noch nichts Auffälliges gefunden. Gibt es etwas, nach dem ihr sucht? Grundsätzlich Schlangen. Es wird ja irgendwo Schlangen werden an einem Ort sein. Richtig. Also mehr Terrarien und große, kleine. Auch Boa siehst du wieder. Und alle hinter Glas. Und alle mit einem kleinen Informationstäfelchen. Das Gebäude selbst hat ein großes Informationstäfelchen. Da hat man auch immer mal geguckt. Also Hagenbeck selbst wurde 1907 eröffnet. Sprich, ein Jahr nach dem Vorfall. Also besser in dem Jahr nach dem Vorfall. Und genau, dieses Schlangengebäude hier erst 1913 fertiggestellt. Ja, gibt's da, also im Hintergrund muss es ja irgendwie eine Logistik geben, die müssen gefüttert werden. Genau, es gibt, genau. Kommt man da irgendwie rein? Ja, das ist überall Türchen mit Zutritt verboten, natürlich, klar. Okay. Ja. Auch wie viel ist los? Hier rumlaufen. Ja, es ist um 7 wird geschlossen, es ist kurz nach 6, dementsprechend da draußen dunkelt es auch und es ist Silvester. Ja, das leert sich. Also es ist noch ein Rentner auf der Bank, der schon eine Stunde das Silberaquarium anguckt. Und wir und die letzte Familie ist mit schreienden Kindern schon raus. Und ja, demnach sind wir ziemlich alleine. Auch Pfleger sind jetzt gerade nicht unterwegs. Mhm. Ihr seht einen in einem großen leeren Aquarium von innen die Scheibe polieren. Und aber auch der wird wohl eher bald auf die Silvesterfeier gehen. Und ja, auf der Lombardsbrücke das Feuerwerk begutachten. Mhm. Naja, wir könnten versuchen, einen Blick hinter die Türen zu werfen. Ja, sicher. Also, mein, wenn er jetzt nicht die ganze Zeit Betrieb ist, oder irgendwelche Bediensteten oder sowas, dann. Nö, im Gegenteil. So, dann gehen wir doch da einfach mal rein. Gucken wir nochmal. Ja. Legen wir rechts um und dann. Ja. Abgeschlossen ist nicht, das heißt, das Einzige, was sich aufhält, ist das Zutrittverbotenschild und zack, sind wir drin. Ja, drei Stück, Tür hinten zu. Und ja, der Zauber ist nur von vorne schön, von hinten ist das tatsächlich eine ganz klare, sterile Umgebung. Man sieht von hinten die gläsernen Aquarien, man sieht Futterbehältnisse, man sieht die Elektrik laufen und mehrere Pläne, wo steht, wann, was, wer gefüttert werden muss. Und das über zwei Etagen plus hinten dann Ausgang, wo man die Wege, die die Wärter und Pfleger nehmen, benutzen kann zu den anderen Gehegen. Der unsichtbare Teil des Zoos. Gibt es da irgendetwas Auffälliges, irgendwelche Zeichen, die auf irgendeinen Schlangenkult hindeuten? Das gerne Wahrnehmung machen. Ja. Auf die 60, du weißt jetzt, wonach du suchst, beide. Aber wäre ja allein schon auffällig, wenn irgendwelche chinesischen Zirkusartisten hier rumlaufen. Mhm. Ja. CL7 ist schon mal sehr gut, das heißt, du schaust den Namen durch. 32. Auch du, ihr guckt nach, ja, Relais, Zeichen etc. Das Ding ist tatsächlich sehr praktisch gebaut und zieht jetzt auch nicht nach irgendwelchen Geheimwegen ein. Also das, was ihr gerade betreten habt, ist wohl schon der Geheimweg. Und darüber hinaus hat dieses Gebäude nicht viel mehr zu geben. Wenn man den Boden so ein bisschen betrachtet, gibt es hier natürlich kleine Abflussgitter, falls sauber gemacht wird und weggeschüttet wird. Aber ja, eine Schlange könnte durchpassen, aber ein Mensch nicht. Gibt es irgendwelche Dienstpläne? Ja, genau. Pläne, wer wann wo aufgeschrieben, wer wann was füttert, genau. Irgendwelche Namen. Asiatische Namen? Du würdest eher sagen, alles norddeutsch, Hamburger Namen. Okay. Ja, nee, das fällt auch nicht auf. Und auch beim Gang durch den Park habt ihr jetzt nicht sehr viele asiatische. Und die Schlangen selbst? Also gibt es dort irgendetwas Ungewöhnliches? Mhm. Schaut ihr mal von Aquarien zu Terrarien bei den Schlangen vorbei. Man sieht von hinten die Tiere rein. Da weder fehlt eine, wo man denken könnte, aha, da hat er unser Mordwerkzeug irgendwie hergenommen, was jetzt auch im Wachs ist. Noch würdest du sagen, nee, ist da irgendwas gekennzeichnet? Vielleicht auch eine asiatische Völkerschau? Nein.
Nein. Wir haben momentan, ich glaube, Lappen, Maasai, Indianer und das war's. Ja. Ah, Mongolei, doch, Mongolen sind da. Ja, gut. Ja. Erkenne ich eine der Schlangen wieder, die uns begegnet sind? Also du würdest von sagen, kleinen klar, Schlangen aus von den Ärmeln zum Beispiel. Die hast du ja nicht gesehen. Ja. Die kleinen Schlangen aus den Ärmeln, du kennst die Boa und ja, die haben eine Boa-Konstriktor auf jeden Fall. Eine große Wirkschlange und auch eine Python haben sie. Aber die ruht auf ihrem Ast und. War die Schlange, die ich da gesehen habe, die rauskommen ist, hat die in irgendeiner Weise spezielle. Also zum Beispiel hatte sie so dieses typische Klappen, Cobra-Klappen oder so, also war es einfach eine kleine, normale Schlange? Es war eine schlanke, normale Schlange. Okay. Das mit der Cobra hast du ja erst mal ein bisschen dann gehört. Also sie hatte nicht, es war keine Königskobra, die du sofort gesehen hast. Ja, du hast eine kleine, dunkle, schlanke Schlange gesehen. Ja. Und von den Symboliken, die wir bisher kannten, sehen wir auch nichts, oder? Da bist du jetzt am Überlegen, dass da... Was du gerade anschaust, kannst du zum Glück anschauen, denn Luise hat das kleine Buch von Richard gerettet, der es ja abgeskribbelt hat. Das heißt, das Relief, was du gerade vor dir liegen hast, schaust du dir nochmal genau an. Und bist am Überlegen. Also Schlangenköpfe, ja, Symbolik, das Hamburger Wappen sicher, aber das ist jetzt nicht das große Symbolik. Geldsack und Papier. Und dann gibt es ja noch da unten das Ausgekratzte. Genau. Mach mal Intelligenzwurf. 48. Wenn, du hast 65 Intelligenz übrigens, also wenn dieses Relief ein Hinweis für die Leute des Kults sein soll oder irgendeine Art Ortsbeschreibung, wo der Ort weggehauen wurde, dann ist dieses Relief hier angebracht worden 1911. Elton ist fertiggestellt. 1907 wurde der Park eröffnet. 1913 wurde dieses Schlangenhaus erst gebaut. Das heißt, was immer da unten ist, es kann nicht im neuen Teil des Tiergartens sein. Es muss im alten Teil des Tiergartens sein. Und dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Und du siehst das Relief. Und du weißt, es ist kein Gebäude, es ist das Tor. Im Vergleich erkennst du plötzlich die Elefantenköpfe, du siehst die kleinen Statuen, die Statuen und den Freiraum. Es ist das Tor, Jugendstilbau, Hagenbecks Eingangstor. Gut. Was gut? Zumindest haben wir eine Idee, wo wir hingehen sollten. Nämlich, wir kommen in diesem Technikraum anscheinend nicht weiter. Nein, ich finde auch nicht. Keine Ahnung. Hast du was gefunden? Ja, schaut euch doch mal an. Dieses Tor auf dem Relief, was wir gesehen haben in dem Tal vom Sonnenhäuser. Ja. Erinnert das nicht an den Eingang des alten Teils dieses Zoos? Ich habe jetzt den Eingang gar nicht so, ja, wenn du das sagst, ja, kein Wunder, dass Alfred es nicht gekannt hat, weil Alfred war hier noch nicht. Und das ist auch kein Hamburger Bau, den man sofort so kennt. Ja. Aber vielleicht sollten wir mal, ich meine, wenn das 1913 fertiggestellt worden ist, der neue Teil, früher gab es ja auch die Schlangen schon irgendwo, nehme ich an, das die davor untergebracht waren, im alten Teil. Ja, also im Tor. Dann gehen wir dorthin. Bist du äußerst im alten Teil? Ja. Ja. Aber ich meine, irgendwo mussten ja die Schlangen davor, wenn es sie schon gab, Schlangen, da würde ich doch mal dahin gehen, wo die davor untergebracht waren. Vielleicht haben sich, da hat sich der Kult ja dort eingenistet und hat halt seine Räumlichkeiten behalten oder sowas, keine Ahnung. Hat ja auch wahrscheinlich keinen Grund umzuziehen, außer vom Zirkus, als wir ihn so lange entdeckt haben. Danach sind sie ja nicht mehr aufgetaucht. Liebe Leute, wenn der alte Sonnenhäuser, dieser Verrückte, irgendwas Wahres uns erzählt hat, dann haben wir einfach nur dieses Relief als Hinweis. Und dieses abgekratzte, das, was da unten auf dem Relief ist, was kaum zu erkennen ist, das ist der Eingang von diesem Zug. Wir gehen jetzt zu diesem Tor. Wir finden hier in diesem Technikraum nichts. Gut, dann zu diesem Tor. Ja,
Und durch die Anlage des Zoos schallt eine blecherne Stimme. Wir schließen in 10 Minuten und bitten alle Besucher, zum Haupttor zurückzukehren. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf 1927 Sie wieder im Tierpark Hagenbeck willkommen zu heißen. Dann mit Seelöwen und Pinguinen. Lasst uns in der Nähe verstecken. Hm. Also irgendwo, wo niemand ist, in irgendeiner Art Gebüsch oder ja, wir warten, bis der Zuschauerstrom weg ist und das Tor abgeschlossen und dann gehen wir. Mhm. So wird's gemacht. Es gibt Gebüsch und nahe Verstecke. Es gibt auch eine kleine Bude, die gerade geschlossen wird, wo Nippes verkauft wird. Andenken, Stofftiere oder Bilder von Löwen und wilden weißen Männern, die sie erlegt haben. Diese Bude ist tatsächlich nützlich als Versteck und mit einem leichten Ablenkungsmanöver von Luise schafft es Alfred, die Tür sozusagen mit dem Fuß aufzuhalten. Dann geht Luise mit dem lustigen Verkäufer ein paar Schritte weg. Der Verkäufer hat vergessen, dass die Tür nicht zu ist und ihr seid schon längst in der Bude und zwischen Faltplänen und Informationsbroschüren wartet ihr darauf, bis auch der letzte Schlüssel im Schloss Hagenbeck. Guten Rutsch, ja, schönes Neues. Jetzt ist Luise nicht mehr bei uns. Doch, Luise ist dann wieder zurückgekommen. Also, ihr habt die Tür geklopft, ihr habt die Tür wieder aufgemacht und jetzt rein. Und ihr drei schlüpft nach 5 Minuten Pufferzeit wieder raus und steht vor dem Tor. Schon Jugendstil, bronzene Statuen und nicht unweit davon seht ihr auf der Seite von Hagenbeck einen Kanalisationsdeckel, ebenfalls gusseisern, darin mit Trägernummer. Naja, Schlangen mögen es feucht. Ich würde sagen, wir sollten mal runterschauen. Unangenehm. Aber ich stimme Samuel zu. Ich meine, das Tor selbst sieht jetzt nicht besonders groß aus, als ob man es begehen könnte. Hm. Höchstens, dass eine Mechanik irgendwo versteckt ist, aber ich meine, dann müssten die Schlangen ja das Tor irgendwie mitbebaut haben. Oder Hagenbeck hat davon gewusst. Ich gucke mir noch mal den Deckel an. Ist da auch irgendwas Reliefartiges, irgendein Hinweis? Du siehst die Nummer der Wasserwerke von Hamburg. Sofern du weißt, hat Hamburg das best ausgebauteste Kanalisationsnetz in Deutschland und nach London auch in Europa. Zumindest die Altstadt ist nach dem großen Brand Mitte des 19. Jahrhunderts fantastisch angeschlossen an Wassertürme, Wasserwerke und Kanalisation. Und hier in Stellung gibt es auch großes Wasserwerk. Das heißt, auch hier ist die Kanalisation tipptopp und ziemlich neuwertig angeschlossen. Aber auf dem Deckel selbst findest du nichts. Irgendeine Möglichkeit, Licht zu machen? Ja, wir könnten Laternen aus dem kleinen Häuschen da, haben wir in 2 Stück, das können wir nehmen. Ja. Ja, die sollten wir. 2 Öllaternen. Ja, gut, dann lade ich die Herrschaften mal in die Unterwelt ein und ich bring mich runter. Oh ja, der ist schwer, der muss gerollt zeitlich. Wenn ich 2 Laternen. Ja. Ja, man leuchtet hinunter, man sieht eiserne Stiegen, hört irgendwo ein Plätschern in der Tiefe. Und ja. Dann geht es hinab in die sogenannte Sielen, die wie die Hamburger Kanalisationsrohre heißen. Die Kanalröhre sind nicht von der bequemen Breite wie in der Hauptstadt. Da haben sie fast 4 Meter auf 3 Meter Höhe. Hier kann man aber noch aufrecht gehen. Du musst ab und zu mal ein bisschen den Kopf runterhalten. In der Mitte ist ein schmaler Kanal, erstmal nur ein Abwasserkanal, man hört die Zuwasserrohre und dann verzweigt sich das Ganze und leuchtet in diverse Richtungen auf der Suche nach einem Hinweis.
nach 4-5 Minuten in eine Richtung wird klar, das war anscheinend auch erstmal der einzige Ab- und Aufstieg, den wir da hatten, sodass ja, nicht ganz sicher ist, wie die Kanäle tatsächlich mit der Hauptkanalisation Hamburg verbunden sind oder ob das überhaupt der Fall ist oder ob das alles sehr autark hier ist. Gibt es da Ratten auch ordentlich? Ja, auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass über uns der Zoo ist und die Fäkalien der Tiere hier auch abgeleitet werden, fühlen sich hier unten, die Speisereste und so weiter, fühlen sich hier unten natürlich auch Ratten sehr, sehr wohl. Und man denkt vielleicht als geschichtstreuer Hamburger zurück an die großen Tuberkulosefälle um den Jahrhundertwechsel herum, die dank Herrn Koch erst richtig wahrgenommen wurden. Nicht Roland Koch, Robert Koch. Penicillin, ne? Ja, richtig. Und ja, der hat Schlimmeres verhindern können, diese Entdeckung, denn die Tuberkulose hat Hamburg tatsächlich arg im Griff gehabt. Und das denkt man ganz schnell wieder verdrehen, weil man weiß nicht, wo man gerade hier rumläuft. Und Luise ist etwas plümerant. Ja, auf was verlasst ihr euch? Gehör, Augen, Geruch. Ich glaube, das Gehör tatsächlich in so einer Röhre durchaus noch sinnvoller wäre. Ja, das ist richtig. Es halt hier ganz gut. Gut, dann macht doch mal einen Wahrnehmungswurf wieder. 50-50. Ich würde mal gucken, dass man sich ein bisschen aus dem Licht rausbewegt, dass die Augen nicht mehr so viel zu tun haben. Okay. Sich langsam dran gewöhnt. Ja. Das Licht wird ein bisschen nach unten gehalten. 29. Ist sehr gut. Ja. 81. Sehr gut. Und auch Luisa, 63. Auch die hört nichts. Der Geruch ist überwältigend. Mhm. Und ja, irgendwann muss Alfred mal für Ruhe sorgen, damit er auch wirklich hören kann. Ach, ist doch ekelhaft. Und du hörst ein mechanisches aus der Einrichtung. Das könnte eine Pumpe oder ein Wasserrad oder sowas sein. Aus der anderen Richtung gibt es das ist Rattengeräusche, hört man auch. Ja, ein bisschen, ja, das Rauschen so ein bisschen. Weströhre weiter, kannst du einen Gesang wahrnehmen. Ganz fern, fast mit dem Wasserrauschen eins werdend, aber irgendwas, irgendwer singt dort. Diese Richtung. Habe ich was gehört? Es hat sich angehört wie Gesang oder sowas. Gesang. Ja. Es war fast eins mit dem Wasserrauschen. Aber lass uns ein paar Schritte in diese Richtung gehen, dann wird es deutlicher zeigen. Ich höre nichts, also das ist das Beste, was wir jetzt haben. Gut. Ja, ich drehe die Lampe ein bisschen runter, sodass man noch weiß, wo man hintritt, aber nicht geblendet wird. Und ja, tatsächlich wird das Singen, der Singsang lauter, je näher man sich der Richtung bewegt. Versteht man das von dem Sein? Nein.